Ein reicher und mächtiger König hatte 100 Höhlen mit 100 Drachen auf 100 riesigen Bergen aus lauter Gold. Aber sein größter Schatz waren nicht diese 100 Höhlen, 100 Drachen, 100 Berge Gold, sondern seine 100 ausgefuchsten und schlauen Ratgeber, die mit 3x100 Lügen seine Untertanen auszupressen wussten, ohne dass die es auch nur merkten. Sein Großvater noch war ein einfacher Händler gewesen, einer unter anderen in einem kleinen Ländchen, umgeben von Bergen irgendwo in der Nähe von Einmaleinst. Dort kannte man keine Grenzen und keine Zäune, und Berg und Wiese, Fluss und See gehörten jedem gleichermaßen, denn, so sagte man sich, wie kann jemandem ein Berg gehören, ein Fluss oder eine Wiese, die es schon gab, als kein Mensch auf Erden wandelte. Die einen jagten, die anderen fischten, wieder andere pflanzten und ernteten, gruben Erz und schmiedeten. Man teilte alles miteinander und arbeitete so viel, dass es zum Leben reichte und auch die Tiere des Waldes ihren Platz behielten. Der schlaue Händler aber, ich habe gehört, er hätte Juristerei studiert in den fernen Städten unten im flachen Land, der ließ überall erzählen, es gebe nicht genug von allem. Wer nicht aufpasste, dem würde nichts bleiben. Und hinter den Berg, unten im Flachland, er war ja da gewesen, da warteten Horden darauf, einzumarschieren und ihnen alles wegzunehmen. So wurde der erste Zaun gebaut und die ersten Wächter hingestellt, die ihn bewachten. Aber auch im Tal wuchsen plötzlich überall Zäune. Da standen Männer mit Waffen drin und sagten, das gehöre jemandem. Denn schließlich gehöre ja alles irgendjemandem, so sagten sie. Manche mögen gedacht haben, sicher ist sicher, und stellten schnell Zäune auf, ehe es jemand anders tat. Und sie stellten Leute hinein, die die Zähne fletschten, mit Forken und Spaten fuchtelten, erklärten, das gehöre ihrem Herrn. Der schlaue Händler hatte inzwischen auf allerlei Papierrollen und Pergamente schreiben lassen, dass dem und dem das und das gehöre. Und er hatte etwas gegründet, das nannte er Rechtshof, damit alles seine Ordnung habe, sagte er. Da gingen die Zäunesteller hin und reichten ihre Pergamentrollen ein, und in manchen Fällen erklärten die klugen Leute im Rechtshof, dass das seine Ordnung habe und damit Gesetz sei. Jetzt konnten die Spatenwedler und Forkenfuchtler, aber vor allem die Leute des Händlers mit guten Schwertern und Piken aus den flachen Landen, Recht und Eigentum mit Schwert und Blut verteidigen und hießen nicht mehr Räuber und Besetzer, sondern Gesetzeshüter. Traurig daran war nur, dass es nicht die netten und lieben Leute waren, die Zäune aufgestellt hatten, und dass der schlaue Händler natürlich am schnellsten die größten und besten Zäune hatte errichten lassen. Und ja, dass der Rechtshof eigentlich nur die Zäune von denen für Gesetz erklärten, die der König mochte. Bald konnten die Leute nicht mehr jagen, denn das Wild gehörte ja dem König. Nicht mehr fischen, denn die Fische gehörten dem König. Kein Erz mehr graben, ihre Gärten nicht mehr bestellen und ihre Tiere nicht mehr auf die Weide schicken, denn das Land gehörte ja dem König. Selbst die Schmiede konnten ihre Hämmer nicht mehr schwingen, denn ihre Schmieden standen auf Königsland, die Kohlen und die Hämmer und das Eisen gehörten auch irgendwie alle dem König. Seine schlauen Ratgeber ließen Herolde durch das kleine Land hinter den Bergen bei Einmaleinst reisen. Überall verkündeten sie, wie gnädig der König sei und wie großherzig. Alle nehme er in seinen Dienst und gibt ihnen ihr täglich Brot. Und um ein paar Kupferlinge nahm der König Wild und Fisch, Gartenfrucht und das Eisen des Berges, nahm das geschmiedete Eisen vom Amboss und die fein gewebten Kleider, nahm und verkaufte sie ihnen einfach zurück. Aber nicht für Kupferlinge, sondern für lauter Gold. Und nicht nur ihnen, sondern auch denen hinter den Bergen und unten im flachen Land. Der König und seine Ratgeber, die Herren Richter und Urkundenschreiber, die Herolde und Gesetzeshüter, die Landverwalter und Arbeitsanweiser, sie wurden reicher und reicher, fetter und fetter. Die Fischer und Jäger aber, die Gärtner, Weber und Schmiede, immer ärmer. Und überall standen die Herolde und riefen, wie schlecht die Dinge gingen. Es sei nicht genügend da für alle, und hinter den Grenzen, mittlerweile hohe Wälle aus Stein mit Wachtürmen und Burgen, lauerten die fremden Horden, ihnen auch das noch zu nehmen. Kriege wurden geführt, um auch hinter den Bergen Zäune zu errichten, oder sie wurden erfunden, um die Angst zu schüren. Dem König folgte sein Sohn und dem Sohn der Enkel. Es kamen Fließbänder und Maschinen, und der König konnte alles herstellen, was er nur verkaufen konnte, und noch viel mehr, und brauchte nicht mehr 100 Jäger mit Bögen, sondern nur noch einen in einem großen Viehstall. Nicht mehr 100 Schmiede mit dem Hammer in der Hand, sondern nur noch einen mit der Hand am Hebel der großen Presse. Er brauchte nur noch den einen Schmied die Kupferlinge zu geben, nicht mehr den 100, aber er hatte doch die Schmiedewerke wie von 100 Schmieden, um sie zu Gold zu machen.
Was aber sollte der König mit den 99 Schmieden machen, die nichts mehr zu tun hatten? Er hatte Angst, und auch die fetten Ratgeber zitterten, die Verwalter und die Richter, die Urkundenschreiber und selbst die Krieger in ihren Rüstungen. Denn sie wussten drei Dinge. Sie waren eine Handvoll dem ganzen Land gegenüber. Und auch die Angst vor den Horden hinter dem Berg spielt keine Rolle mehr, wenn der Schmied sein Kind hungern sieht. Und zum Dritten, ohne Schmied und Gärtner, ohne Jäger, Weber und Fischer, nutzten ihnen auch ihre 100 Höhlen mit 100 Drachen auf 100 Bergen von Gold nichts. Also tönten die Herolde in jeder Schenke und auf jedem Platz von der unsagbaren Güte des Königs. Seine Schatzkammern wollte er für die Bedürftigen öffnen, damit sie nicht darbten. Und die Ratgeber hinter ihren goldenen Schreibtischen, sie rechneten hin und rechneten her und wogen die Angst und die Lüge auf das 100. Gramm genau. Wann überwog Not und Wut die Angst? Wann war der Schmied und sein Kind noch gerade so satt, dass sie die Lügen noch schlucken konnten? Wo auf Haaresbreite war der Punkt, an dem so viel Gold wie möglich in prasselndem Strom unter die Drachen glitt, der Schmied aber nicht aufstand und mit seinem Hammer Zäune zerschlug und merkte, dass die Grenzen nur erfunden waren. Und er sich fragte, mit welchem Recht ein fetter Urkundenkritzler einen Wald sein eigen nennen kann, einen Berg oder gar einen Fluss. Aufs Gramm genau wogen sie Angst und Hunger gegeneinander, um im Namen von des Königs unendlicher Güte Almosen in schamvoll ausgestreckte Hände zu zahlen. Sie rangen dabei selbst verzweifelt die Hände und klagten laut ob der schrecklichen Leere im Hort des Königs.